Ja, Ihre Arbeiten sind gekennzeichnet durch ganz klare geometrische Formen, durch eine sehr kräftige Farbgebung. Wie sind Sie zu diesem Stil gekommen? Das hat 2015 circa begonnen, als ich mich mit der Flüchtlingskrise und mit Geografie beschäftigt habe. Da bin ich ausgegangen von Landschaften und Landkarten und ihren oft willkürlichen Grenzziehungen. Und daraus haben sich sehr, sehr freie Arbeiten am Anfang noch entwickelt, die dann immer strenger geworden sind, bis hier also sehr geometrische, nur horizontale Balken. Und die ganz neuen Arbeiten, die sind schon wieder stärker dynamisch, aber wichtig ist mir eine starke, kräftige, leuchtende Farbgebung, die ja was sehr Angenehmes hat. Also wenn man sagt, das ist dekorativ, dann ist es etwas, was mich nicht unbedingt stört. Ein Bild, das Sie, ein Kunstwerk, das Sie extra für die Spark Art Fair kreiert haben, ist der Vorhang, auf dem steht "To whom it may concern". Wen betrifft dieser Vorhang jetzt tatsächlich? Aus der Beschäftigung heraus mit dem Fastentuch, das ich für den St. Pöltener Dom heuer gestalten durfte, habe ich dieses Material, es ist ein hochreflektierendes Material, entdeckt. Und für mich war es wichtig, auf einen so einen sensiblen Stoff, wollte nichts draufmalen, sondern habe auch für den St. Pöltener Dom was gestickt. In dem Fall war es der Christusname dann für die Fastenzeit. Und hier ging es stärker auch um wer fühlt sich für etwas verantwortlich. Ja? "To whom it may concern" ist eine sehr offene Phrase, die oft auf Schreiben drauf, also für Adressaten unbekannterweise. Und die Frage, die wir uns in der Gesellschaft immer wieder stellen müssen, wen betrifft etwas, wer ist dafür verantwortlich? Und das ist ein großes Spannungsfeld, das uns zum Nachdenken auch anregen soll. Die bunten Buchstaben täuschen über die Ernsthaftigkeit dieses Themas hinweg. Ja. Ein Kontrast zu den bunten Buchstaben bildet diese Frakturschrift aus Beton, OBE, steht darauf. Was hat es mit dieser Schrift auf sich? Ja, also bei dieser Ausstellung zeigen wir Arbeiten aus drei Werkgruppen. Die kommt aus dem Jahr 2012. Das war eine installative Arbeit, die in den Boden eingelassen worden ist, in einem Skulpturgarten. Und es waren eben auch englische Wörter, die hier zu einem Ornament sozusagen verschmolzen sind, die wir hier nochmal herausgreifen. Und obey ist eben dieses Gehorchen, wem, oder ist wiederum eine Fragestellung viel mehr als eine Antwort. Ja. Im Beton, es ist eigentlich ursprünglich konzipiert als Trittstein im Rasen. Ja. Jetzt ist herausgehoben und hier auf einem Sockel präsentiert. Ihre Kunstwerke werfen sehr viele philosophische, aber auch theologische Fragen auf. Kein Wunder, Sie haben ja auch Theologie studiert. Genau. Eine wichtige Herangehensweise meinerseits ist, versucht theologische Themen, die vielleicht schon ein bisschen abgenutzt und abgedroschen sind, sage ich mal, wieder neu auf den Punkt zu bringen und zu betrachten und abzuchecken, inwieweit sind die noch relevant für die heutige Gesellschaft und für uns als Gläubige oder für wer auch immer an Gott oder Christus glaubt. Ja.